Hallo Leute, einfach nur mal ganz kurz eine kleine Info. Ich habe ja die Schaltung hier gehabt, habe damit versucht, diese Streifen wegzukriegen im Bild. Das klappt nicht. Ich habe jetzt hier ganz viele Leitungen versucht, also ganz viele Signale, die hier reingehen und rauskommen, hier drüber zu speisen, also alles einzeln. Es ist wohl ein Zusammenspiel aus mehreren. Eine Info habe ich nur noch gesehen, dass hier der Pin 12, wo ich das AES-Signal abgreife, dass das nicht das richtige Signal sein soll, hier beim C128, sondern Pin 18, der genau neben 17, dem Luma-Ausgang sitzt, der soll wohl am meisten stören. Das ist aber der 1-Megahertz-Takt. Der ist es auch nicht. Ein bisschen weiter ist noch der 2-Megahertz-Takt. Der ist es auch nicht. Nicht wirklich, nicht alle. Also minimals haben sie alle ein bisschen Einfluss auf das Signal, wenn ich das alles einzeln durchgehe. Hier sind noch PI und BA und MUX und keine Ahnung, was da noch alles drauf ist. Und hier oben noch Ks, Ras und so weiter. Alles insgesamt ist es nicht. Also nicht jeder einzelne, vielleicht mehrere Sachen zusammen. Ich habe ja hier noch an dem IC Platz. Da kann ich ja noch einiges dran klemmen. Ich habe noch ein zweites IC. Ich könnte da noch ein zweites IC mit zumachen. Ich werde mal gucken, ob ich mir die Platine ätzen kann, die ich hier wie so einen Zwischensockel mache. Wo denn hier an der Seite, eventuell muss ich den Metallrahmen hier rausnehmen. Wo ich das hier an der Seite habe, wo ich dann die mehreren Totis habe, wo ich das dann alles nacheinander irgendwie versuchen kann, rein und raus zu drehen, wie ich es für richtig halte. Aber ich glaube nicht, dass ich da viel Erfolg habe. Es wird der WIC-Chip sein, das ist ein WIC-2E. Oh, dieses Netzteil. Ein WIC-2E. Es soll wohl möglich sein, das ist alles irgendwie ein und dasselbe, das ist bloß halt ein etwas neuerer WIC, keine Ahnung, dass ich auch den vom C64 drauf packe. Aber ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher und ich mache es nicht, solange nicht jemand sagt, der wirklich darüber Ahnung hat, so richtig Ahnung, sagt, du kannst das ruhig machen, das macht überhaupt nichts. Gut, es ist nur Plus, Minus und das Rest ist alles 5 Volt, das dürfte dem gar nicht so viel ausmachen, wenn ich da den anderen reinstecke, aber... ich will mir den nicht kaputt machen und den vom C64 auch nicht. Weil wenn der kaputt geht, Ersatz habe ich nicht. Ersatz kostet ein Schweinekohle. Wenn ich jetzt diese FPGA-Geschichte da nehme, die ist wirklich teuer. Ich weiß nicht genau wie teuer, aber an 80 bis 100 Euro, denke ich mal, wird sie kommen. Und dieses Clear Video C128 oder wie das genau heißt, was es für um die 50 Euro gibt. Das Geld habe ich leider auch nicht. Das wäre aber, glaube ich, die beste Option, das zu machen mit diesem Clear Video. Clear Video 128, so heißt das, findet man bei Google. Ich glaube, bei eBay habe ich es noch nicht gefunden. Ich glaube, das wird die einzigste mögliche Lösung sein, um das hinzukriegen. Ansonsten ein anderer WIC-Chip und einen anderen WIC-Chip habe ich nicht. Weil die WIC-Chips sollen das auch teilweise selbst produzieren. Da kann man draußen machen, wie man will. Man kriegt es minimal weg, aber nicht hundertprozentig. Das habe ich jetzt nochmal durchprobiert. Ich glaube nicht, dass ich da Erfolg habe. Selbst wenn ich das fertig kaufen würde, diesen Streifenfix nennt sich der. Der kostet, was habe ich gesehen, 8-9 Euro für den C64. Und für den C128 38 Euro. Na, da kann ich auch gleich das Clear Video kaufen für 10 oder 20 Euro mehr. Habe ich, glaube ich, mehr von, als wenn ich hier versuche, sowas wie ich sagte, eben hier mit so einem Zwischensockel mit 4-5 Potis drauf. Und dann hat das auch keinen Erfolg. Und das für 38 Euro, wo ich das gefunden habe bei eBay. Also woanders habe ich es nicht gefunden. Sorry, nein. Da kann ich auch gleich das Clear Video nehmen. Oder ich investiere wirklich ganz viel Geld und das ist dieser FPGA
Ersatz, aber ob der jetzt für den C128 funktioniert, das weiß ich wieder nicht, wiederum nicht, weil die Signale zwar genauso heißen wie beim C64, aber hier auf anderen Pins liegen. Ist anders angepinnt. Aber es soll eigentlich von dem zu dem anderen keinen Unterschied geben, denn die ICs sollen untereinander komplett kompatibel sein. Wo ich mir aber nicht so hundertprozentig sicher bin, wenn ich mir die Signale angucke, die gehen hier auf andere Pins. Das Chroma Luma kommt hier aus Pin 17 und Pin 16 und beim C64 kommen die aus einem anderen Pin raus. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, auf welchen Pin genau, aber da sollen die rauskommen. Ey, ich verstehe das nicht, nicht ganz. Na gut, das nur so am Rande. Ich habe das eben probiert, es bringt nichts. Eventuell versuche ich es mal in Heimarbeit. Es ist ein bisschen komplizierter. Hier zweiseitige Platine mit Sockel und alles dazwischen zu packen mit dem IC und ganzen Potis und den ganzen Kram. Aber das könnte ich noch mal versuchen. Ich muss da nicht wirklich viel kaufen. Also die C habe ich. Höchstens noch mal die Kondensatoren und die Trimmer. Mehr ist es eigentlich nicht. Mehr brauche ich nicht kaufen. Ja, das kann ich noch mal probieren, aber wann das soweit ist, weiß ich nicht. Ich versuche jetzt an Disketten zu kommen, an Originaldisketten aus der Zeit hier für das Laufwerk, also für ein C64 oder C128, ist scheißegal. Irgendein Amiga-Heft von damals, wo Disketten bei waren. Irgendwie eine davon versuche ich jetzt irgendwie ranzukriegen, um das Ding zu justieren. Weil ich finde meine Diskette nicht und ich bin mir gar nicht mal sicher, ob ich da noch eine Original-Diskette bei habe. Es waren mal welche bei, aber ob die jetzt noch original sind, weiß ich nicht, oder ob die schon überspielt wurden. Es wäre schön, vielleicht hat ja einer von euch noch irgendwie so eine Original-Diskette, die er mir abtreten kann. Irgendein Magazin, irgendein Amiga-Heft von was weiß ich wann damals, wo eine so eine industriell gefertigte Diskette, die eigentlich justiert ge beschrieben wurde, dass ich das Laufwerk hier mal justieren kann, in Anführungsstrichen. Ich gehe mal von aus, das ist justiert, kann ich aber nicht genau sagen. Und wie ich das mit dem Video mache, weiß ich nicht. Jedenfalls brauche ich erstmal einen riesigen Kühlkörper für den VIC-Chip. Eben durchs Testen, die, was weiß ich, 10, 15 Minuten oder was, ist der extrem heiß geworden. Der wird wirklich extrem heiß. Vielleicht hat der aber auch wirklich schon einen weg. Ich weiß es nicht. Der VDC, ja, VDC oder wie der hier heißt, der ist relativ kalt, aber der ist recht warm. Der VIC-Chip, also nicht recht warm, recht heiß. Also um die 40, 50 Grad Minimum wird er haben. Und das ist zu viel. Muss mal gucken, was ich da mache. Funktioniert ja soweit, aber diese Streifen, die gehen mir auf die Ketten, die sind wirklich extrem. Na gut, ich will nicht zu viel sappeln. Tue ich immer gerne, aber naja, gut. Ihr habt jetzt gehört, worum es geht. Das werde ich mal in der nächsten Zeit mal versuchen. Vielleicht melde ich mich da nochmal drüber, ob ich da was hingekriegt habe. Ich werde mich jetzt nicht explizit da drauf stürzen. Ich werde jetzt gucken, dass ich das Kettenlaufwerk hier lau zum Laufen kriege. Und wie ich zum Beispiel, ich habe schon geguckt, aber da kann ich eigentlich schon das von eBay kaufen, um die Dinger mit einem C64-128 zu programmieren, die EEPROMs. Da gibt es so einen Tiny Programmer für den User Port. Auch die Software. Ich habe die Bauanleitung, wenn ich aber die Teile gucke, das teuerste an der ganzen an den ganzen Programmer ist dieser Nullkraftsockel, der ZIF-Sockel. Zero Enforcement oder wie er heißt, oder Nullkraftsockel, der mit dem Hebel. Ihr wisst schon, was ich meine. Wo habe ich das Ding? Hier. Dieser hier in 28-polig ist er noch relativ okay mit 20 Euro, aber der 40-polige, na gut, den 40 brauche ich nicht, aber der 40-polige würde schon fast 30 Euro kosten. Plus, wenn ich jetzt überlege, der Sockel allein 20 Euro, dann noch die
paar Bauteile, die dazu sind, die ich noch brauche, die Z-Dioden und Widerstände und Kondensatoren und so weiter, komme ich fast auf denselben Preis und ich kriege nicht den Sockel oder dieses Ding für den User-Port hier hinten zum Reinschieben. Bei eBay habe ich ihn gefunden, 18 € 5 Stück. Das ist mir zu teuer. Eventuell, ich muss mal gucken, wie der hier angebunden ist, an welchen ICs. Eventuell mache ich da lieber zwischen Sockel und nehmt es mir nicht übel, aber ich würde dann da sagen, eine 25-polige D-Sub-Buchse. Also, wie kann ich euch das jetzt am blödesten zeigen hier? Das ist ja D-Sub, das ist jetzt zwar 9-polig, aber hier. Sowas hier, das war 9-polig und das in 25-polig, weil das sind 24 Pins, oben 12, unten 12 und dann so eine D-Sub-Buchse da rein adaptieren, ist erstmal verdrehsicher. Es war ein Pin mehr drin, aber es macht ja nichts. Amiga hat ja 23-polig genommen, die kriegt man schon mal nicht und die 25-poligen kriegt man eigentlich noch recht gut, die sind noch sehr gut verfügbar und wenn man die noch aus was weiß ich alten PCs rauslötet, diese 25-poligen Buchsen oder Stecker oder wie auch immer, weil diese, ich weiß nicht wie diese Sockel heißen hier, diese, ja, ihr wisst glaube ich was ich meine, die sind sehr sehr rar geworden, mal gibt es sie nicht, mal gibt es sie nur in speziellen Shops und sie können natürlich dafür verlangen, was sie wollen und ich meine 18 € für 5 von diesen Plastikdingern da, ich weiß nicht, man soll sie angeblich in China kriegen, aber das ist wohl auch nur so 0815 Ware, die nichts taugt. Vielleicht mache ich das. Wenn ich mir das hier so angucke, gehen die einige Pins hier auf das IC, einiges hier mit hin. Ich würde schon fast behaupten, ich würde hier einen kleinen Ausschnitt reinmachen, 25-polige Buchse rein und dann den damit dran. Dann hat man hinten etwas, was ein bisschen mehr Standard hat. Was auch noch verpolsicher ist, verdrehsicher, weil da sind 9 Volt AC drauf, zwei, also. Auf zwei Pins sind 9 Volt AC drauf. Für den Tiny Proc, wie der auch immer heißt, braucht man die auch noch. Und wenn man das einmal verdreht reinsteckt, dann ist gleich die Hardware hinten dran kaputt, weil 9 Volt AC ist ganz schön heftig. Das macht schon ordentlich was aus. Das ist gleichgerichtet irgendwo was an die 13, 14, 15 Volt. Das kann schon ordentlich was kaputt machen. Ist jetzt nur so ein Gedankenspiel. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was ich hier noch machen kann. Ich kann nur noch. Was kann ich denn sonst noch hier testen? Kann ich ja eigentlich nicht. Ich würde gerne mit den ROMs was tun, weil ich kann hier einen Funktions-ROM reinsetzen. Da ein Funktions-ROM. Oder hier hinten so eine. Cartridges, ich würde schon fast sagen, ich bin schon fast geneigt zu sagen, ich nehme das ROM raus und das ROM vom Laufwerk und guck mal, ob man die nicht auf YiffyDOS zum Beispiel oder in anderen DOS-Programmen umändern kann, damit das noch ein Ticken schneller ist im C64-Modus. Weil im C64-Modus ist dieses Laufwerk einfach nur extrem langsam und YiffyDOS macht es doppelt so schnell. Sagen wir mal doppelt so schnell. Da sind die Ladezeiten ein bisschen angenehmer. Also wenn da eine Ladezeit von 2,5 Minuten sind, dann macht YiffyDOS da draus eine Minute oder 1,5 Minuten Ladezeit. Das ist dann schon angenehmer. Aber dazu brauche ich halt die beiden Sachen. Laufwerk und Dings oder wie auch immer. Und so ein Programmer, ich habe geguckt bei eBay gebraucht, also die Leute sind da ein bisschen bekloppt. 200 € für so einen einfachen EEPROMer, wo man nicht mal weiß, ob der diese EEPROMs kann, den Parallelanschluss, keine Software dazu, ob man weiß man gar nicht, ob man da noch Software zukriegt.
200 Euro sind wirklich eine Hausnummer. Und der TL, wie auch immer, dieser Mini-Proctor USB oder was, den es bei China gibt, habe ich nur schon eine Schematik gefunden. Selbstbau würde vielleicht günstiger werden, aber ich weiß nicht, ob da alles bei ist. Das weiß ich nicht. Ja. Gut, ich habe wieder viel gesappelt. Aber mal schauen, was ich als nächstes mache. Wie gesagt, ich versuche hier das mal irgendwie in Angriff zu nehmen, mal versuchen irgendwie selber zu machen, oder ich besorge da mal irgendwie ein so ein Teil von, wenn ich es günstig kriegen sollte für den C128. Ansonsten würde ich mir überlegen, wie ich Userport ein bisschen kompatibler mache zum Stecken, sprich 25-polige Buchse da rein. Platz ist ja genug, kann ich ja machen. Ansonsten ja nur noch mit dem Diskettenlaufwerk, dass ich da eben eine Diskette kriege aus der Zeit, die noch voll funktionsfähig ist vor allen Dingen. Oder irgendjemand hat so ein Ding und kann so eine Diskette abgeben. Sonst lasse ich das Laufwerk so, wie es ist. Das mit dem 3,5 Zoll Laufwerk, da muss ich mal gucken. Da muss ich erstmal so ein Diskettenlaufwerk besorgen. 3,5 Zoll. Sonst wird das nichts. Ich habe mal geguckt hier noch. Ich glaube, mein letztes, was ich noch, letztes funktionieren, das habe ich letztens noch in den Amiga reingeschraubt. Auch wenn ich da ein, wie heißt das Ding jetzt wieder? Fragt mich jetzt nicht, auch so ein Emulator, Laufwerksemulator noch benutze. Aber da ist noch ein originales Kettenlaufwerk mit bei. Naja, original, also ein umgebautes. Da muss ich dann mal gucken. Ansonsten danke ich fürs Zugucken. War nur ein kleines Update da zu dem Videogeschichte, weil ich da was probiert hatte, und mehr ist es nicht. Gut, dann tschüssi.